Herzlich willkommen zu meinem Review zu Legends of Azun. Legends of Azun ist eine Total Conversation zu Gothic 2. Total Conversation bedeutet, es benutzt sozusagen die Engine, also den Aufbau von Gothic 2, aber macht daraus ein völlig neues Spielerlebnis, im Beispiel von Legends of Azun, eine neue Map, neue NPCs, neue Story, alles, also quasi ein neues Spiel. Eine sehr bekannte Total Conversation ist Enderhall für Skyrim. Und ja, also das ist somit die bekannteste Total Conversation. Es gibt zu dem Thema schon ein super Preview-Video von der GameStar, Lord Partners, er hat es gemacht. Könnt ihr euch gerne angucken, das geht 15 Minuten. Ich werde drei Videos machen, die so zwischen 20 und 25 Minuten gehen. Die drei Videos, die werde ich wie folgt aufteilen. Es gibt eben einmal die Story, das machen wir hier in diesem Video. Dann gibt es noch Grafik und Sound. Und dann so die Bedienung pro Contra. Und das wird alles heute gemacht. Im zweiten Video wird dann auf den Umfang eingegangen. Das Spiel ist sehr umfangreich, deshalb wird es auch ein großes Video sein. Und dann zuletzt kommt eben das Fazit im dritten Video. Und ja. Ich selber spiele Gothic 2 oder spiele gerne Gothic 2. Ich bin da ein Fan, aber wie ich in meinen Streams gemerkt habe, bin ich kein Die-Hard-Fan, aber ich habe es immer schon deutlich lieber gehabt als Skyrim oder Oblivion etc. Was ich dazu sagen kann, ist, ich versuche das trotzdem objektiv zu bewerten. Ich bin natürlich nicht gesponsert, jetzt mal so als Disclaimer. Aber ich möchte es einfach objektiv bewerten, weil wir reden hier vom Spiel, das Netto-Spielzeit über 100 Stunden haben kann. Man kann vielleicht auch ein bisschen schneller durchrushen. Aber mittlerweile ist es eben auch so, wegen der Arbeit und so weiter, möchte man so ein Spiel sozusagen anfangen, möchte man da seine Freizeit investieren. Und deshalb möchte ich da ein bisschen detaillierter drauf eingehen, ob es sich lohnt oder nicht. Und das ist das Ziel des Videos. Und ich hoffe, ich kann euch da weiterhelfen. Ansonsten, wie gesagt, das einzige Video, was ich noch kenne, ist eben von Lord Pappnase und der GameStar. Und die machen ja immer gute Videos. Aber dann lasst uns jetzt starten. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Kommen wir zum ersten Punkt, die Story in Legends of Azun. Ich habe Legends of Azun Netto-Spielzeit 110 Spielstunden etwa. Und größtenteils war ich sehr gut unterhalten. Ich werde jetzt ohne Spoiler auf die Story eingehen. Im Intro wird einem gesagt, dass man Abgesandter des Königs ist von Lavanien. Und als Abgesandter geht man auf eine Insel oder wird man eben zu dieser Insel geschickt. Und das ist eben Azun. Azun ist für das Königreich wichtig, weil es eine Goldmine hat. Und deshalb soll man den Herrscher von der Insel sozusagen unterstützen. Die Insel gehört eigentlich auch zu Lavanien. Damit wird man sozusagen in die Story reingeschickt. Wie es denn auch anders sein sollte, man leidet Schiffbruch und wie auch immer landet man dann so im unteren Viertel der Stadt. Das ist so ein bisschen das, ja, wie so eine Art Gosse, könnte man sagen. Und da fängt dann die Story an, da wird man dann von einem NPC so ein bisschen instruiert, wie die, oder ja, wie es eben das Spiel funktioniert, ähnlich wie bei Gothic 2 war das Diego. Ja, wie schon gesagt, ich habe sehr lange gespielt, ich war auch sehr lange gut unterhalten. Es gibt 6 Kapitel und innerhalb der 6 Kapitel ist das erste, könnte man sagen, so das Kapitel, wo man einfach so die Grundlagen schafft, im Prinzip halt sich noch Fraktion anschließt, so wie es fast schon in Gothic 2 üblich ist. Und danach fängt dann die Story an und ja, es kommt so ein bisschen Schwung rein. Und für mich war es so, dass die Story sehr lange, sehr gut war. Wie gesagt, ich sage jetzt mal, ich habe etwa 110 Spielstunden, Netto-Spielstunden gehabt, als ohne das Sterben oder vergessen zu laden etc. Ich würde mal sagen, 75 von den 110 Spielstunden waren schon ziemlich guten Spaß, den ich lange nicht hatte. Aber gegen Ende hin geht der Story meiner Meinung nach so ein bisschen die Puste aus. Und da hätte ich mir von der ganzen hohen Qualität ein bisschen mehr, ja, noch gewünscht. Vielleicht passiert da noch was. Ja, und was mich ein bisschen stört ist, wenn man an die Story rangeht, das können wir vielleicht auch noch später beim Umfang genauer beleuchten.
Auf jeden Fall ist es so, dass so ein bisschen die Charaktere, die gerade am Anfang, wo man so das Gefühl hat, okay, die machen das ganz gut und da gibt es jetzt Charaktere, die wachsen einem so ins Herz, aber genau das passiert irgendwie nicht. So dieses letzte Drittel wird da nicht gegangen und dass man so ein paar mehr Dialogoptionen hat, dass das ein paar Leute, mit denen man so ein paar Dinger dreht, noch ein bisschen mehr ins Herz wachsen tut. Und das fand ich in Gothic 2 im Vergleich einfach besser gelöst. Also da war Diego, Gorn, Lester und wie heißt der, Milton, die waren auf jeden Fall, ja, irgendwie waren das richtige Kumpels und da bleiben die Charaktere leider etwas blass. Und das Ganze ist ein bisschen schade, weil es gibt auf jeden Fall coole Charaktere. Da sehe ich nur ein bisschen Verbesserungsbedarf, aber wir müssen auch mal mit der Kirche im Dorf bleiben. Im Endeffekt hat man 110 Spielstunden für, ja, ist kostenlos. Also die Story ist auf jeden Fall gut und eigentlich auch ein bisschen umfänglicher wie die in Gothic 2. Es gibt auch dann so spezielle Magier, das wird einem auch erklärt. Ja, aber ich sage jetzt mal insgesamt Schulnote 2 bei der Story, mit Luft nach oben, wenn es vielleicht da noch ein bisschen was verbessert. Aber insgesamt hatte ich viel Spaß. Kommen wir beim Umfang noch genauer drauf, was dann noch später die Probleme waren, wieso ja, es ein bisschen gehapert hat. Abgesehen von der Zwischensequenz direkt am Anfang gibt es teilweise sogar mit so einer gerenderten Ingame-Grafik eben auch Zwischensequenzen, also im Spiel. Das gab es so in Gothic 2 schon. In Legends of Azur ist es noch ein bisschen, da wird mehr geschildert oder gezeigt, was der Charakter denn gerade so macht beim gewissen Story-Ereignis. Und das war ziemlich cool. Kommen wir zum zweiten Punkt: Grafik und Sound. Also, Gothic ist erschienen 2002 und das Add-on Die Nacht der Raben ist 2003 erschienen. Und im Grunde genommen kann man ja dann eben auch sagen, die Grafik ist eben nicht mehr up to date. Es gibt die Möglichkeiten, DirectX-Patch zu installieren, dass das Ganze einigermaßen in die Neuzeit gehoben wird. Aber man muss auch dazu sagen, wenn man ein Spiel wie Gothic 2 oder Legends of Azur sich installiert, ich glaube, dann weiß man ganz genau, was man bekommt. Und gerade mit den DirectX-Patches hat man eigentlich noch eine ganz gute Grafik, also im Verhältnis natürlich. Und also die Grafik war nie ein Problem. Legends of Azur hat relativ große Städte. Gerade die Hauptstadt ist sehr groß und teilweise hatte ich dann auch ein bisschen Framerate-Probleme. Und ich habe einen sehr guten PC. Und das finde ich ein bisschen schade. Und auch später gibt es so ein paar Sachen, also man tut relativ viele Gegner spawnen lassen, wo dann teilweise die Performance so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Aber insgesamt sage ich jetzt mal, ist es von der Spielzeit relativ wenig, wo man da wirklich Probleme hat. Also man kann es auf jeden Fall verkraften und ich würde es, also es ist, ich erwähne es jetzt, aber es ist in keinem Fall ein No-Go. Das ist vielleicht eine Stunde oder so von 110, die euch dann ein bisschen nerven. Es geht, also es ist wirklich in Ordnung. Dann haben wir noch Sound. Also alle NPCs, mit denen ihr redet, sind vertont. Teilweise gibt es natürlich die Gothic-bekannten Gespräche, aber es wurden auch von, sage ich mal, es wurde einfach sehr viel neu synchronisiert. Und das teilweise fast schon professionell. Also ich kann gar nicht sagen, ob das professionelle Sprecher waren oder vielleicht nur semi-professionell. Aber es war sehr gut und ich würde mich tatsächlich da eher als empfindlich einstufen. Also da hatte ich kein Problem mit und ich fand das toll. Ja. Was dann noch ein bisschen seltsam war, es gab manchmal, vor allem in Dungeons, war die Hintergrundkulisse sehr laut. Wenn man in der freien Natur war, war alles okay. Da gab es diese ja, bekannten Gothic-Sounds, die Grille und so weiter.
Also da gibt es eigentlich auch nichts zu mäkeln, aber es war teilweise ein bisschen schlecht abgestimmt und das wäre auch noch was. Ja, es ist halt ein Mod-Projekt. Es ist nicht perfekt, ist aber auch so, dass es relativ selten vorkommt. Aber ich möchte ja ein bisschen detaillierteres Video machen, deshalb gehe ich mal darauf ein. Aber ansonsten würde ich sagen, gemessen daran, und man muss es vielleicht mit Gothic 2 irgendwo messen, ist es halt wirklich einwandfrei. Also vor allem die Sprecher und so weiter. Ich meine, klar, Grafik-Engine ist die gleiche. Gibt's, es ist nicht up to date, es könnte performanter sein, aber insgesamt sage ich jetzt mal, spielt es einfach, das sollte kein Stolperstein sein, also die Hürde ist nicht allzu hoch, um sie zu nehmen. Der Vollständigkeit halber muss ich aber noch erwähnen, dass es am Anfang, also vor allem das erste Kapitel, hatte ich häufiger mit Abstürzen zu kämpfen. Also mir ist das Spiel dann quasi ab und zu abgestürzt und das war schon, ich hatte Bedenken zumindest. Hat sich dann aber nach Abschluss des ersten Kapitels komplett gelegt und wurde dann kein Thema mehr. Mir wurde dann im Stream noch gesagt, das kann damit zusammenhängen. Ich habe eine AMD-CPU und dass damit wohl Gothic nicht so gut zurechtkommt. Ich weiß es nicht, ich gebe es jetzt mal mit. Allerdings, sage ich jetzt mal, man sollte immer viel speichern im Spiel. Und Einige wenn Dinge. ihr das berücksichtigt, dann ist es nicht so schlimm und bei mir ist es besser geworden. Und ich hoffe, dass ihr das Problem am besten gar nicht habt. Damit gehen wir mal weiter. Auch noch eine Erneuerung, die ich fast vergessen habe und hier schon noch zeigen möchte, ist, dass man bei allen Städten, in denen man reinkommt, immer so eine kurze oder eben auch eine längere Kamerafahrt, wenn es eine größere Stadt ist, bekommt und man eben so ein bisschen darauf vorbereitet wird, was es denn so gibt. Anbei hier noch ein Video dazu. Kommen wir zum dritten Punkt, die Bedienung. Ja, wie schon bei Sound und Grafik ist es eben ein älteres Spiel, fast 20 Jahre alt jetzt, und so ist eben auch ein bisschen die Bedienung. Das normale Steuern, ich sage jetzt mal das Laufen und so weiter, das ist, finde ich, eigentlich gut gelungen, da hatte ich noch nie ein Problem damit. Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, man tut wie in World of Warships ein Schiff steuern, weil er nimmt Kurven nicht allzu eng. Aber jemand, der Gothic spielt, kennt es und ich gucke ab und zu Streams, wo Leute das erste Mal Gothic spielen und ich habe auch den Eindruck, auch die kommen damit ganz gut klar. Natürlich ist es nicht mehr zeitgemäß, aber ich sehe da kein großes Problem. Was ein bisschen, also was dann wirklich hakelig ist, ist, wenn man so klettern möchte, irgendwo hochspringen oder vielleicht gibt es dann später beim Umfang, gehe ich auch noch darauf ein, es gibt so Kämpfe indoor, da bleibt man gerne hängen. Die Kamera klippt umher, das ist nervig, aber auch kein K.O.-Kriterium. Man gewöhnt sich dann halt irgendwie dran. Okay, dann haben wir noch das Thema Tag-Nacht-Wechsel. Also ihr könnt euch grundsätzlich davon verabschieden, dass ihr irgendein GUI oder eine Hilfestellung bekommt, wo jetzt vielleicht gerade euer Questgeber ist. Und das ist bei einigen größeren Städten und relativ vielen NPCs ein bisschen nervig, wenn man wissen muss, wo die tagsüber sind. Das geht eigentlich nur tagsüber, ist nur das wenigste oder das kleinste Problem. Und wo sie nachts über sind. Weil man möchte auch nicht immer die Nacht überspringen sozusagen. Und dann muss man eigentlich wissen, wo denn ihr Haus ist, wo sie pennen. Und dann ist das nächste wieder. Die möchten es nicht, dass man in ihr Haus reingeht. Das ist irgendwo auch verständlich. Und dann kann das eben sein, dass sie einen bezichtigen, dass man Diebstahl macht oder Hausfriedensbruch und so weiter. Das ist so ein bisschen, also es ist nicht ideal gelöst und das hat mich mittlerweile, also das ist ein Punkt, was einen immer mehr nervt. Also ich habe da als Beispiel, ich hatte einmal einen, das ist jetzt ein Mini-Spoiler, es gibt mal einen Auftrag, wo man ein paar Wölfe mit einem NPCs kaputt macht, der verletzt sich dabei. Und ist dann halt einfach, sagt halt, ja, komm, wenn du fertig bist, zu mir.
Dann habe ich den quasi, ja, tagelang will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe schon immer mal wieder probiert, ihn zu finden. Ich weiß bis heute nicht, ob der aus dem Game quasi despawned ist, weil er auch gesagt, er ist verletzt, er muss sich ausruhen. Oder ob der irgendwo schläft und ich weiß es einfach nicht, wo er schläft. Und habe ihn nie gefunden. Und das ist halt auch was, was einen dann mit der Zeit nervt. Es kann eben immer sein, das liegt auch am Spiel oder das Spiel tut jemanden aus dem Weg räumen, dass der nicht mehr da ist. Es kann aber auch immer sein, man weiß nicht, wo er schläft oder er schläft woanders. Also es gibt auch so unterschiedliche Stages vom Spiel und das ist dann einfach anstrengend mit der Zeit, wenn man danach gucken muss, wo die Leute sind und man Dinge nicht einfach zackig erledigen kann. Und das fand ich halt nicht ideal. Dann ist noch so ein ganz großes Thema, wie gesagt, 110 Stunden Netto-Spielzeit, würde ich da jetzt öfters hören. Und was mich ganz oft zum Reload gezwungen hat und auch tatsächlich super nervig war, wenn du einen NPC ansprechen willst, die ganze Läden und so weiter, das war vor allem bei Händlern so oder Händler mit Häusern, die hatten überall Sachen austrapiert, als dass da ein Goldkelch lag, dass irgendwas ist, dann will man Händler ansprechen und greift aus Versehen zu dem Goldkelch und du bist instant ein Dieb. Das ist ja auch irgendwo von der Mechanik her in Ordnung, aber das ist mir so oft passiert und das hat mir so viel Spielzeit dann gekostet im Endeffekt, wo ich dann hier und da mal eine halbe Stunde oder so nochmal spielen musste. Ich weiß auch nicht so richtig, wie man das verbessern kann. Um jetzt nicht nur, sag ich mal, in die Kerbe reinzuschlagen, mein Ansatz war es dann, ich habe ein Tool runtergeladen, wo ich schnell looten konnte. Und das hat als Nebeneffekt, dass alles, was ich schnell gelootet habe, nicht als Diebstahl anerkannt wurde. Und so habe ich dann, bei Looten und Aktionen war quasi das Gleiche, so habe ich das umgangen. Ich habe es dann halt nur nicht ausgenutzt, dass ich überall alles wegräumen konnte. Aber das mal so als kleiner Tipp, falls euch das auch stört. Das hat dann das Looten beschleunigt. Das war irgendwie so ein Quality of Life Feature. Und tatsächlich würde ich schön finden, wenn sowas in die einfach vielleicht standardmäßig drin wäre. Natürlich ist es irgendwo ein Mod umsonst. Wie gesagt, ich möchte es jetzt auch nicht überdramatisieren. Aber es war halt ärgerlich mit der Zeit. Und es ist immer wieder passiert, immer so aus dem Nix. Dann spielst du mal abends, klickst einen NPC an, hast vergessen zu speichern. Blub, du bist ein Dieb. Ja, und dann noch. Wie gesagt, es gibt einige Städte. Und bei den Städten, die sind so, also sie sind wirklich groß, auch im Vergleich zu Gothic 2, zu Korinnis oder so. Eigentlich Ich würde schon. noch sagen, es gibt eine Hafenstadt auch, die ist vielleicht so groß wie Korinnis, vielleicht ein bisschen kleiner, aber die Hauptstadt ist auf jeden Fall größer. Und es gibt ein paar wirklich große Städte. Und das wird so häppchenweise, öffnet sich das immer weiter, das ist gut. Aber es wäre schön gewesen, wenn es vielleicht irgendwie entweder eine Funktion gegeben hätte, die NPCs, so Stadtwachen, die keine Namen haben, anzusprechen, wie in World of Warcraft, und die zu fragen, wo ist denn ein Lehrer für? Das müsste auch nicht vertont sein. Oder vielleicht auch einfach nur so eine Stadtkarte irgendwo am Eingang oder so, wo man rein kann und das wie so eine Map dann aufploppt und einem dann zeigt, wo wichtige Personen sind. Also ich hätte mir das so Quality of Life Feature noch ein bisschen gewünscht. Spätestens nach 30, 40 Stunden oder so wisst ihr dann schon, wo die Leute sind. Aber ihr müsst euch echt viel merken und vielleicht auch manchmal ein Video angucken und so weiter, zum Schauen, wo jetzt die Leute hingegangen sind. Weil wie gesagt, das kann auch sein, wenn ihr Pech habt, dann wird irgendein wichtigerer NPC irgendwo anders hingestaged. Aber machen wir jetzt mal nicht zu lang rum an dem. Es gibt wenig Quality of Life Features. Es ist viel Gothic 2 und damit muss man wohl zurechtkommen, wenn man das der Mod spielen will. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Wir haben jetzt einige negative Aspekte rausgearbeitet bei der Bedienung. Jetzt kommen wir noch zu was Positivem. Das Tagebuch, ohne das Tagebuch geht es eigentlich gar nicht. Da wird sehr schön aufgeschrieben, wie der Questprogress im Moment ist. Ja, was eben zu tun ist, man tut mit der Zeit auch so ein bisschen verstehen, wenn man zwischen den Zeilen liest, was das Game so in etwa von einem möchte. Und das finde ich eigentlich recht gelungen. Jetzt mal vielleicht ein ganz kleiner Mini-Spoiler.
Es gibt später mal eine Station, wo einem einer das Quest oder das Tagebuch eben klaut. Ich wollte gerade sagen, das Questlog. Und man hat die Option, das zurückzukaufen. Man macht es instant, weil ohne dieses Tagebuch geht es halt fast schon gar nicht. Aber es ist ein gutes Tool und es macht, also ohne das ist es echt schwierig. Jetzt noch ein Punkt, was auch gut, das Questlog war nicht neu, aber was Neues ist, man hat jetzt die Möglichkeit, quasi wie in Gothic 3, so ein dynamisches Ziel. Ich weiß jetzt, ich zeige es vielleicht in die Option, man kann das einschalten und hat dann eben Fadenkreuz, wo man zielt. Das ist jetzt eigentlich eine super Idee, ich fand es richtig cool und habe es auch die ganze Zeit angehabt. Wir kommen später beim Umfang noch dazu. Was mich stört ist, ich konnte in meinem Fall, ich habe einen steigebasierten Charakter gemacht, Armbrustschießen nicht wirklich hoch skillen. Und das selber Zielen hat dazu geführt, dass man da schießt, wie wenn man eine Schrotflinte hat. Also es ist wirklich schon fast 45 Grad Winkel gehen, manchmal die Pfeile weg. Und es ist so richtig, ja, unschön gemacht, wie da geskillt wird. Also ich hatte noch nie solche Probleme, dass man, ich will jetzt nicht mal Damage machen mit der Armbrust, sondern tatsächlich nur Gegner vielleicht herpullen. Und es führt zu einem Pfeil- oder Bolzenverbrauch ohne Ende und dann trifft man teilweise gar nicht. Also das ist, ich weiß es nicht, ich gebe Umfang mehr dazu ein. Der muss halt wieder breiter treten, wie es sein muss. Aber dieses automatische Ziehen habe ich mir auch sagen lassen, wenn man das ausschaltet, dass man dann wohl eher trifft. Ich finde es an für sich ein super Feature, aber es ist schlecht gebalanced. Noch ein Nachtrag zum dynamischen Zielen, so wie ich es zumindest jetzt nenne. Man kann das gleich auch mit Zauber machen. Bei Zauber ist es aber so, man kriegt ein Fadenkreuz und die Zauber fliegen exakt dorthin, wo das Fadenkreuz ist. Und ich erwarte jetzt nicht, dass ein Pfeilschuss immer genau ins Schwarze geht, aber da verstehe ich den Zusammenhang nicht, dass man, sag jetzt mal, physische Skills mit Pfeil und Bogen oder geschicklichkeitsbasierte Sachen und Magie so anders behandelt. Natürlich wäre das vielleicht ein bisschen unfair und Magier gegenüber, aber vielleicht hätten wir es auch so machen können, dass wirklich Armbrust- oder Bogenschüsse nicht ganz wie eine Schrotflinte funktionieren. Das hätte ich tatsächlich befürwortet. Und dass vielleicht jemand, der Magie wirkt, auch nicht immer exakt in die Mitte schießt. Weil wenn man jetzt einen Magiespell wirkt, dann kann es ja auch sein, dass man da, wenn man dem noch nicht ganz gewachsen ist, vielleicht halt auch ein bisschen zumindest ungenau schießt. Also ich möchte es jetzt so wie bei Armbrüsten. Ich hätte gern Armbrüste und Bogen genauer und Magie manchmal vielleicht auch etwas ungenauer. Oder ist das manchmal einfach auch ein bisschen ungenauer? Vielleicht außer mal ist irgendwie 10% über der Stufe von dem Spell, dann kann man den aus dem FF und wäre immer genau natürlich. Sowas in die Richtung, dass da noch ein bisschen ein System gibt, das Gleichheit für alle herstellt. Die Bedienung bei den Kämpfen ist exakt die aus Gothic 2, da hat sich an der Mechanik gar nichts geändert. Persönlich hatte ich nie ein Problem damit. Ich möchte da auch im Umfang ein bisschen mehr drauf eingehen, aber ich kann nur so viel sagen, man muss ziemlich viel kämpfen und nach einer Zeit hat mich die Kampfmechanik schon gestört, weil ich auch wenig einstecken konnte. Und das ist schon irgendwo ein Minuspunkt bei Umfang mehr dazu. So, bevor wir zur Zusammenfassung kommen, noch drei Dinge, die ich gerne nachtragen möchte zu den einzelnen Punkten. Und zwar mit Grafik und Sound, also die Performance-Geschichte mit DirectX, mit dem DirectX-Patch wohlgemerkt. Es liegt ein bisschen daran, der DirectX-Patch ist sehr hardwarehungrig. Der tut einem relativ, ja, ich sage jetzt mal, viel abverlangen. Wenn er den nicht installiert, sollte er da gar keine Probleme haben. Dann noch ein Punkt zur Bedienung. Wenn man schwimmen tut, hat man eine etwas seltsame Bedienung. Man tut quasi mit W und S die Höhe vom Charakter steuern und kann dann, ich meine, es ist mit Springen nach vorne kraulen. Also man hat dann noch eine extra Taste für den Vortrieb. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber naja, mein Gott. Und zu guter Letzt habe ich relativ oft Gothic 2 gesagt, was mir jetzt beim Zusammenschnitt auffällt. Ich meine Gothic im Allgemeinen. Also sorry, sieht mir das bitte ein bisschen nach.
Und jetzt fassen wir mal das Ganze zusammen. Die Story ist gut, könnte sehr gut sein, ist aber leider nur gut. Dann haben wir bei Grafik und Sound einfach ein Spiel, das in die Jahre gekommen ist, das man mit Patches, wenn man es möchte, aufhübschen kann. Aber es ist auf jeden Fall grafisch gesehen nicht up to date. Der Sound ist meines Erachtens da wirklich toll. Also da haben sie einen super Job gemacht, die ganzen Sprecher, Daumen hoch, hat mich zu keinster Weise gestört. Und dann zur Bedienung. Ja, die Bedienung. Also ich finde, man merkt schon, es ist in die Jahre gekommen. Aber ich habe mal KOTOR angefangen und da hatte ich viel mehr Probleme mit der Bedienung. Also ich finde, es ist da immer noch solide, wenn auch nicht. Also man merkt einfach dem Spiel das Alter an. Und sähe es dem Spiel ein bisschen nach, wenn es dann nicht klappt, beim ersten Mal irgendwo hochzuklettern. Ich glaube, das Spiel erdet einen eh ein bisschen und man muss dafür Zeit einplanen. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, und jetzt kommt man, deshalb bewerte ich jetzt gerade das Spiel auch schon ein bisschen. Wir sind jetzt etwa 2 Wochen, nachdem ich die Aufnahmen gemacht habe fürs Video. Ich dachte, ich klicke mir das da ein bisschen zusammen, schneide das mal easy geschwind und ich merke, das ist gerade super viel Aufwand. Ich habe jetzt natürlich nicht tagtäglich an dem Projekt rumgeschnitten, aber ich brauche auf jeden Fall länger für die nachfolgenden Teile. Die wollte eigentlich alle fast gleichzeitig raushauen, das gelingt mir so nicht. Ich muss jetzt auch wieder arbeiten. Es wäre echt schön, wenn es euch gefällt. Ich weiß noch nicht so richtig, welche Projekte ich angehen soll, ob so Reviews das Richtige ist, ob mehr so Hardware-Tipps das Richtige ist. Lasst doch einen Daumen nach oben da, kommentiert, wenn es euch gefällt. Das würde mir einfach weiterhelfen und euch auch irgendwie motivieren, gerade bei so umfangreicheren Sachen, weil für mich steht die Qualität im Vordergrund. Das Projekt wird auf jeden Fall beendet, aber es wird jetzt ein bisschen dauern, bis ich wahrscheinlich mit dem nächsten Teil komme. Sorry dafür schon mal, aber ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Vorfreude. Macht's gut, tschüss.